und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Und heute habe ich hier die Panini La Liga Sticker 2018, 2019 und ich würde mal sagen, heute heißt das Ganze Road to Messi, Leute. 10 Stickertütchen sind am Start und ich hoffe, dass wir Lionel Messi finden, ne? Ronaldo spielt ja nicht mehr in der La Liga, aber ich glaube, ist der noch in der Serie? Ich glaube nicht, ne? Panini hat es hinbekommen, dass da Ronaldo nicht mehr bei ist. Eventuell gibt es in den nächsten Wochen, Monaten auch die Serie A-Sticker auf meinem Kanal, sodass wir auch Ronaldo ziehen können, Leute. Ronaldo von Juventus Turin, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall gibt es diese La Liga-Sticker-Serie, Leute. Ich werde jetzt auch hier oben links Werbung hinschreiben, weil ich jetzt hier Werbung für den Panini-Shop mache. Ich bekomme da zwar kein Geld für, aber aufgrund von, ihr wisst ja Leute, fast jeder YouTuber muss jetzt irgendwo Werbung in den ins Video mit reinschreiben. Und um auf Nummer sicher zu gehen, mache ich das jetzt hier auch. Leute, ihr könnt die Panini La Liga Sticker Serie nämlich, ihr müsst die nicht in Spanien kaufen, ihr müsst dafür nicht auf Mallorca sein, im Spanien-Urlaub, sondern ihr könnt diese auch ganz normal und locker easy im Panini Online-Shop kaufen, Leute. Diese gibt es nämlich im Panini Online-Shop. Und das ist richtig, richtig nice, Leute. Eine schöne internationale Serie. Und ich würde sagen, ich starte mit dem ersten Tütchen. Und ich finde auch die Sticker, die gab es ja auch schon vor 2 Jahren hier in Deutschland, sehen einfach geil aus, sind qualitativ hochwertiger als die normalen Sticker, sage ich mal, die man so aus Deutschland kennt. Also die Spanier wissen, wie man Sticker macht. Sagen wir es einfach mal so. Alvaro Jiménez von Getafe haben wir hier als erstes. Dann geht es weiter mit Rodrigo Eli von Alaves. Zwei Logos, einmal von Numancia und einmal von Osasuna. Dann haben wir Diagabi von Valencia. Vitolo, der erste Spieler, den man eigentlich so mit kennen könnte, von Atletico Madrid. Und De Thomas von, das ist von Valladolid. Valladolid? Genau, Valladolid. De Thomas. Zweites Tütchen. Geht's weiter mit Muniain von Bilbao. Könnte man eigentlich auch kennen. Piatti von RCD Espanyol. Layun von Villarreal. Gaia vom FC Valencia. Jasper Cillessen. Ich denke mal, den kennt jetzt jeder. Cillessen stand ja vor kurzem im Spiel gegen die deutsche Nationalmannschaft im Kasten der Holländer. Jasper Cillessen. Und dann haben wir noch Moy von ebenfalls Valladolid. Valladolid. Noch kein Glitzersticker. Und ja, die habe ich ja schon mal geöffnet auf meinem Kanal. Und da habe ich ja auch den einen oder anderen geilen Glitzersticker bekommen, Leute. Und ich hoffe, dass ich heute noch welche bekomme. Eieieiei, da sind mir Booster runtergefallen. Jetzt hier links neben mir. Habt ihr es zwar nicht gesehen, vielleicht habt ihr es gehört. So. Einmal haben wir hier Aaron und einmal Alena New Era Spieler, Escudero, Sergio Garcia, Boateng, Jimmy Avila und Robert Ibanez. Natürlich, Leute, gibt es viele Spieler, die man jetzt nicht so kennt. Ja, ist halt so, ne? Gibt es auch in internationalen Serien, in der FIFA 3x5 ist es ja beispielsweise auch so. Da gibt es auch Spieler, die ich nicht kenne, weil es irgendwelche Vereine sind. Wofür ich mich jetzt nicht wirklich interessiere. Maxi Gomez von Celta Vigo. Moy Gomez, okay. Dann haben wir Daniel Torres, Johnny. Ich zähle hier schon, Leute, wann kommt hier der erste richtige geile Star? Marcos Llorente und Martin. Und dann haben wir noch zuletzt Ahmad von weiß ich nicht. Keine Ahnung, da muss ich jetzt hier mal passen. Oh, Barca. Lucas Digne, der französische Außenverteidiger vom FC Barcelona, der erste Barca-Spieler. Javi Garcia, oh yeah. Die Sticker sind auch geil, Leute, mit Logo und mit dem Stadion Girona FC. Sehr nice. Kondogbia, nochmal so ein Sticker vom FC Valencia. Man hätte noch hier die Stadiongröße draufschreiben können, aber vielleicht ist es im Album mit drin, weil ins Album habe ich noch nicht reingeschaut, ich habe halt die Sticker noch nicht eingeklebt, deswegen, ja, ich denke mal, da steht es wieder drin, ausführlich, welcher Trainer da aktuell ist, Kadergröße, alles mögliche, alle Fakten, Internetseite gibt es ja immer so. Genau, Leo Suarez, wie viele Päckchen haben wir noch? 5 Stück, Leute, 5 Stückchen haben wir noch und ich hoffe, dass da jetzt hier nochmal
Ja, der ein oder andere geile Spieler kommt hier, ne? Garay, Manucho, Anuar. Oh, Jawolski. Das zähle ich doch hier. Diesen Spieler zähle ich doch zu einem guten Spieler. Felipe Coutinho vom FC Barça. Sehr nice. Lege ich mal extra hier unten hin. Felipe Coutinho, Johnny. Und dann auch noch Ruben Pardo von Real Sociedad. Nächstes Päckchen. Cabral. Upsala, andersherum. Cabral. Dann haben wir... Oh, der erste. Oh, der Goldene. Jawohl. Oh. Santico Mesana. Schneller. Köller, Cordoba und Correa. Oh, Boateng. Carlos Bacca als goldener Top-Bomber-Sticker. Carlos Bacca von Villarreal. Sehr, sehr geil, Leute. Und das Design. Also, die Sticker sind natürlich die geilsten Sticker in der Serie. Und wenn man von diesen Stickern auch noch Messi oder so zieht, wäre es noch geiler. Und ich hoffe, dass hier heute noch ein weiterer Top-Bomber kommt. Weil drei Päckchen. Oh, es kommt sofort der nächste. Es kommt sofort der nächste, Leute. Richtig nice. So. Sobrino, das ist er. Ah, William José von Real Sociedad. Jetzt nicht so geiler Spieler. Oh, El Mister. Auch silberglänzend sind die. Fuego und Roberts. Zwei Päckchen noch, komm. Ein Top-Bomber noch. Und bitte ein besserer als diesen, als Bacca und José. Alvaro Jiménez, dann haben wir Gabriel, Adnan Januzaj, Simon Kjær, Gumbau und Theo von Sociedad. Letztes Tütchen. Letztes kleines Tütchen hier. Und glitzert es nochmal Gold? Nein, glitzert es nicht. Wir ziehen Muniain doppelt hier. Emre Mor spielt jetzt hier in der La Liga, der gute Kollege. Gabriel, Guardado, Muneza und Cheryshev von Valencia. Also der beste Spieler so an sich im Unboxing, Coutinho. Der geilste Sticker definitiv, oder die geilsten Sticker sind die Top-Bomber-Sticker hier. Leute, ihr kennt die La Liga-Sticker-Serie. Es wird auch noch das ein oder andere Orakel geben mit dem La Liga, mit den La Liga-Stickern. Das war es auf jeden Fall von dem heutigen Video. Leider haben wir Messi nicht gefunden, Leute. Road to Messi geht vielleicht weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.